Riesige Chance. Es bleibt beim 0:0 und Dietmar Konstantini trauert den vergebenen Punkten nach. Sie schauen, dass wir bis zum Schluss dranbleiben und dann werden wir schauen, was wir vor der letzten Runde machen müssen, um aufzusteigen. Noch ein Detail am Rande. Der Last wurde mit 5.000 Schilling Geldstrafe belegt wegen Andi Luxch und der 21 Teamspieler. Was sagen Sie dazu? Ja, es, in gewissen Leuten gelingt es immer wieder durch Entscheidungen, die sie treffen, sich selber in der Öffentlichkeit lächerlich zu machen. Ich glaube, es wäre gescheiter, wenn man die 5.000 Schilling nach Buchkirchen, das ist in der Nähe von Wels, zum Nachwuchs schicken, weil die haben kein Geld und die brauchen ein bisschen Unterstützung. Wäre, glaube ich, besser, als wenn sie die Bundesliga bekommt. So, und hier die Ergebnisse.